Moin moin und damit willkommen zu einem weiteren Video der Reihe Was ist die Filiasson-Saga? Heute der Teil 4 mit den Abenteuern 10, 11 und 12. Wir machen weiter nach dem Tal der Echsengötter mit den Inseln im Nebel. Das habe ich ja schon so ein bisschen gespoilert in dem vierten Teil, da wo es auch um Tir Shanna ging, also diese Wüstenstadt. Und jetzt wollen wir Beorn finden, beziehungsweise wir wollen die Prophezeiung von Shaya erfüllen. Die geht jetzt von Broxgal aus in Richtung Wasser. Wir können es hier auf der Karte sehen, wo ungefähr Broxgal liegt. Und das Wasser ist dann eben auch in der Nähe, das Askanische Meer. Sie läuft also los und begibt sich dann in ihren Traumzustand, in ein visionäres Delirium, so sag ich einfach mal. Und kann dann diese Vision aufschreiben. Das hat sie ja jetzt die anderen Tage auch gemacht, dass sie so etwas immer aufschreibt. Jetzt kommt allerdings der Namenlose ins Spiel. Der möchte das Ganze so ein bisschen verhindern, dass wir diese Prophezeiung dann nicht erfüllen, weil er Interesse an diesen Elfenvölkern hat und die gerne versuchen möchte. Er kann diese Prophezeiung nicht vernichten, aber er kann sie stören, indem er diesen Zettel zerschneidet, den Shaya jetzt vor sich hingelegt hat. Dadurch ist nicht ganz klar, welche Wörter als erstes kommen, beziehungsweise nicht welche Wörter, sondern welche Zeilen und welche Strophen als erstes kommen. Und das müssen wir dann eben nach und nach herausfinden. Die Helden haben also ein neues Ziel, was sie jetzt mit dieser Prophezeiung erfüllen müssen, und sie werden aufs Land gezogen. Sie verabschieden sich also von Broxgal und wollen jetzt ins Askanische Meer. Allerdings haben sie zurzeit kein Schiff. Das Gute ist, dass sie in dem Tal der Echsengötter eine Belohnung bekommen haben, und zwar von ihrem Mitbegleiter, denjenigen, den sie eingesammelt haben, und zwar Ramon, denn der hat ein Schiff gefunden, ein Schiff in einer Flasche, und das ist nicht nur irgendein Schiff in der Flasche, sondern wenn man das rausholt und mit Wasser in Kontakt bringt, dann wächst das. Das wächst an auf richtige Größe und damit kann man dann aufbrechen. Und genau das tun dann die Helden auch, beziehungsweise Filiasson. Die Taubralier, ein elfisches, magisches Schiff mit lebendem und verbessertem Holz, wächst dann eben im Askanischen Meer und die steigen auf und fahren los. Fahren los in Richtung Westen, in die Nebel hinein. Da gibt es dann so ein bisschen, ich sag mal, Limbus-Konfrontation, die kann man hier einbauen. Wer also kurze Zeit im Limbus herumfahren will und da dann auch auf Menakuriten treffen möchte, der kann das gerne einbauen. Ansonsten, wenn sie diesen Nebel wieder verlassen, diesen Nebel, in den sie hineingefahren sind, dann kommen sie am anderen Ende in einer Globule wieder raus, weil sie mit der Taubralier jetzt losgefahren sind. Und erreichen dann eine neue Karte. Wir schauen uns das einfach mal hier an. Das ist jetzt eine Fanmade-Karte. So kann man sich das ungefähr vorstellen. Die ist aus dem Filiasson-Projekt. Da könnt ihr, wie gesagt, nochmal auf die Homepage gucken, wen das interessiert. Da wird das Ganze nochmal gut zusammengefasst. Und sie erreichen irgendwo hier die äußeren Inseln, so werden sie hier genannt. Und aufgrund dieser Globule können sie nicht einfach geradeaus fahren in Richtung von Tyrannos. Das ist nicht möglich. Sie müssen jetzt also dieser Strömung folgen und diese Strömung sorgt dann eben dafür, dass sie jetzt in Spiralbahnen diese äußeren Inseln dann umrunden, bis sie dann nach und nach auf der Außenseite in das Innere dieser Inselwelten kommen. Der Zeitverlauf ist in dieser Globule auch nicht ganz so, wie er sein sollte. Wir haben ja schon in den letzten Abenteuern Beorn verloren. Den haben wir in Tir Shanna im Finale verloren. Der ist einfach verschwunden, nachdem er diese Flöte gegriffen hat und ist hier gelandet. Das war vor ein paar Wochen. Hier sind allerdings jetzt Jahre vergangen, und zwar zwei Stück. Kann man natürlich auch noch ein bisschen ausdehnen, aber Beorn ist seit 2 Jahren hier und wartet auf Filiasson, weil er selber keine Aufgabe hat. Er hat die Prophezeiung nicht mehr gehört, konnte sie nicht mehr vervollständigen. Der ist jetzt hier und wartet und weiß nicht genau, was er tun soll. Und was Torvaler dann eben so tun, wenn sie Langeweile haben? Sie fangen an zu plündern, beziehungsweise zu raiden und gehen dann auf Viking. Sprich, sie verbünden sich mit einigen Elfen und überfallen andere Elfen, und das ist nicht so gut, weil diese Inseln im Nebel sind Erinnerungen, Bruchstücke. Wie gesagt, die Physik funktioniert in einer Globule immer ein bisschen anders, und so werden alle Inseln, die sie hier in den äußeren Regionen dann erleben, sind alles Erinnerungsbruchstücke, die aus lang vergangener Zeit
oder eben aus neuer Zeit dann übertragen werden. Hier kann man auf verschiedenste Phänomene treffen, um erstmal so ein kleines Gefühl für diese Inseln zu entwickeln. Es sind Totenrituale von den Elfen, die sich dann hier unterteilen. Ich kann das schon mal vorwegnehmen. Es gibt die wilden Elfen und die alten Elfen, beziehungsweise das alte Volk. Und die haben unterschiedliche Rituale. Es gibt dann hier auch noch das Volk des Meeres. Die haben auch nochmal andere Totenrituale, sind dann einfach Wassermenschen, so sag ich mal. Die laufen hier auch noch rum und die haben ganz eigene Konflikte. Man kann dann nach und nach in den Erinnerungen stöbern. Das sind dann auch Dinge, die wir schon erlebt haben. Das ist dann beispielsweise eine Insel, auf der der Himmelsturm steht. Den haben wir schon gesehen, aber auch da können wir uns noch einmal ansehen, wie es dann zu diesem Krieg kommt, zu diesem Drachenkrieg. Ja, dann fliegt Pyrdakor über diesen Turm rüber und wir können dann Padonna sehen, wie sie dann diese Elfen verrät und so weiter und so weiter. Also wer diese ganze Reise noch nicht wirklich verstanden hat, weil sie merkwürdig erzählt ist, wer das noch nicht begriffen hat, der kann hier eine ganze Menge noch nachholen. Das sind wie gesagt alles alte Erinnerungen, die müssen so nicht stimmen, die müssen so nicht wahr sein, aber es kann sein, dass eben diese Elfen eine verklärte Sicht haben. Vor allem, weil das eben auch schon 1000 oder mehrere tausend Jahre her ist. Gerade eben in dieser Globule, wo es eben nochmal länger ist. Aber inneraventurisch, ohne diese Globule, wäre das jetzt eben schon mehrere tausend Jahre her, dass das passiert ist. Und die Elfen leben jetzt eben schon seit etwas längerer Zeit hier, nachdem sie aus Tirshjana aufgebrochen sind und sich dann eben in diese Globule geflüchtet haben. Was machen wir jetzt hier? Also wir lernen ja nicht nur die Rituale kennen, sondern wir haben ja auch irgendwie eine Aufgabe. Die Aufgabe selber ist, wir sollen ins Innere dieser Inseln fahren, von den äußeren zu den inneren Inseln. Die sind dann noch ein bisschen anders aufgebaut, weil die äußeren Inseln wohl abgedriftet sind. Den Hintergrund werde ich hier nicht erzählen. Wer den Hintergrund wissen möchte, der kann dann, wie gesagt, das Ganze gerne entweder lesen oder noch besser spielen. Soll ja nur eine kurze Zusammenfassung sein, worum es hier gehen soll. Wie gesagt, wir wollen zu den inneren Inseln und begegnen dann unter anderem auch Beorn dem Blender, der mit seinen wilden Elfen dann viele, viele andere Städte von den Elfen überfallen hat, hat viele Goldmünzen geklaut, ist ein unglaublich reicher Torwarner mittlerweile, hochzufrieden und dem ist es komplett egal mittlerweile, also fast egal, wer jetzt der Gewinner dieses Wettstreits wird. Was er möchte, was ihm auch wichtig ist, dass er hier wieder zurückkommt, denn ohne Filiasson, ohne ein wirkliches Ziel, ohne eine Prophezeiung, kommt er hier nicht weg. Das ist aktuell sein Problem. Das heißt, er schließt sich sehr gerne Filiasson an, auch wenn er uns oft geärgert hat, auch wenn er uns oft verraten hat. Hier kann man tatsächlich eine ganze Menge sehr interessanter Visionen eben auch erblicken. Also man kann nicht nur Pyrdakor sehen, man kann nicht nur Padonna erkennen, sondern auch Chalvin. Chalvin, die Riesen, die kann man hier erblicken und auch von ihr eine Prophezeiung bekommen. Die Gigantin ist ja ein Orakel, ist dann versunken im Meer. Wer mehr zu Chalvin wissen möchte, der kann sich dann nochmal ein weiteres Was ist oder Wer ist dazu ansehen, wenn es denn draußen ist. Da müsste ich jetzt natürlich nochmal ein weiteres Wer ist Chalvin aufnehmen, aber das wird sicherlich auch irgendwann kommen. Man kann also vielen bekannten Persönlichkeiten aus der Historia Aventurica begegnen und das kann relativ spannend sein, wenn man sich damit auskennt. Wir begreifen dann nach und nach, dass der Namenlose wohl diese Elfenvölker entzweit hat, dass es sowas wie eine Seuche gab, dass es dann hier auch Auswirkungen gab von den letzten Tagen von Tirshjana, wo diese Stadt in der Wüste belagert wurde und es einen riesigen Sturm gab. Auch hier können wir wieder in den Träumen einer belagerten Stadt spielen. Hier ist alles irgendwie mit einer merkwürdigen Physik hinterlegt. Es gibt Geisterkrieger, die dann diese Elfen zum Schutze erträumen. Und am Ende müssen sie herausfinden, wo Fenwarien ist. Fenwarien ist der Hochkönig der Elfen. Das ist quasi derjenige, der hier alles zusammenhält. Den müssen sie eigentlich suchen, da müssen sie herausfinden, wo der ist. Das Problem ist, dass der gar nicht in die Inseln im Nebeln sich retten konnte, denn der hat diese Globule zwar erschaffen und der hat auch gesagt, Elfen aus Tirshjana, rettet euch in diese Globule. Allerdings, als er selber dorthin gehen wollte, als letzter, der Kapitän geht natürlich immer zuletzt vorm Schiff,
Als er dann aufbrechen wollte aus dieser elfischen Stadt, die dann belagert worden ist, wurde er noch gefangen genommen. Das heißt, er hat es nicht geschafft, alle seine anderen Elfen eben schon. Und er ist jetzt vom Namenlosen gefangen genommen worden und wird jetzt eben seit einiger Zeit gequält. Das finden die Helden hier in den Inseln heraus von einem alten Leibwächter, der dann auch stirbt. Das ist jetzt natürlich alles sehr runtergebrochen. Wir können uns gerade mal ansehen, wie komplex und wie kompliziert diese Verstrickungen sind, die dann hier getan werden. Wir haben hier in der Mitte dann die Helden mit ihrer Taubralier. Wir haben die Menschen, die Rundohren, und vielleicht haben wir sogar einige Halbelfen dabei. Wir haben dann die Volk, das Volk der Alten mit den Vislani. Wir haben die Völker der wilden Elfen und wir haben dann hier nochmal das Volk des Meeres. Also es gibt unglaublich viele komplexe Strukturen. Ich kann hier gerade nochmal ein bisschen reinzoomen. Wen das interessiert, der kann sich das gerne nochmal alles durchlesen. Findet ihr auch dann alles bei dem Filiasson-Projekt auf der Homepage. Aber es ist sehr, sehr viel. Man kann unglaublich viele Inseln bereisen und viel über dieses elfische Volk herausfinden. Unter anderem auch, wo diese Pferde herkommen, die Elfen herbeirufen können. Das ist ja seit einiger Zeit schon möglich. Fenwarien hat die gefunden, beziehungsweise die leben hier auf diesen Inseln. Und wenn man sich dann diese goldene Mähne Zauberhuf ruft, dann kommen die eben durch den Limbus herbeigeeilt mit ihrer weißen Mähne und tragen dann den Elfen, der es gerade beschworen hat, von A nach B. Das Ganze mündet dann noch in einem großen Finale. Man muss dann noch gegen einen Schlangenkönig kämpfen, wo auch immer der jetzt herkommt. Es gibt dann die Begegnung mit einem Skretschuh, sprich, das ist dann dieser Schlangenkönig, der lebt dann hier auch. Und der hat einen großen Kessel. In diesem Kessel muss man dann diesen Leibwächter von Fenwarien wieder geboren werden lassen, damit er dann den Tipp geben kann, wo Fenwarien gefangen gehalten wird. Das ist so ein bisschen die Aufgabe der Helden hier im Inselabenteuer, in den Nebeln. Also herausfinden, wo ist jetzt dieser König der Hochelfen. Wenn sie das getan haben und herausgefunden haben, dass der nicht hier ist, sondern woanders, und eben dann mit den Tipps von dem Leibwächter können sie gemeinsam mit ihrer Taubralier, mit diesem elfischen Schiff, können sie dann wieder aufbrechen. Hoffentlich nehmen sie auch Beorn wieder mit. Filiasson ist natürlich dann ein sehr ehrenvoller Mensch und zögert auch gar nicht. Kann dann also mit Beorn gemeinsam wieder aufbrechen und in eine beliebige Richtung fahren. Sie tauchen dann kurz vor Torvald wieder auf, was für ein Zufall, und können dort erst einmal verschnaufen. Ich habe jetzt die Zielscheiben einfach mal mit grün ausgetauscht, weil wir jetzt eine große Reise nochmal antreten. Wir sind noch nicht fertig. Das ist natürlich eine sehr göttergefällige Aufgabe und aktuell führen wir wohl mit den Aufgaben, haben eine mehr abgeschlossen als Beorn. Wer da diese Rechnung nachvollziehen möchte, die dann die Geweihten da aufstellen, kann da gerne nochmal ein bisschen nachhaken. Aber was wir eigentlich eben noch machen müssen, ist Fenwarien retten. Der muss irgendwo hier auf Aventurien sein. Warum auch immer der jetzt hier ist, der wird ja wie gesagt gefangen gehalten und zwar nicht in der Wüste, sondern in der Nähe von Enki. Wir füllen also unsere Mannschaft wieder auf, nachdem wir uns da in Torvald so ein bisschen wieder mit Alkohol zugeschüttet haben und ein bisschen regeneriert haben und fahren dann auf einer sehr langen Reise von Torvald aus in Richtung Enkvi, in den Golf von Riva, und hier dann über einige Wasser- und Moorstraßen können wir dann in den Firunswall eintauchen. Ja, da gibt es einen großen Turm, den können wir relativ schnell finden. Das Abenteuer ist sehr, sehr kurz. Das geht also sehr, sehr schnell, und wenn wir diesen Turm gefunden haben, sehen wir, der ist wohl leer. Der war wohl sehr, sehr lange Zeit mit diesem Elfenkönig gefüllt. Er hat da alleine gelebt, ist sehr, sehr wahnsinnig geworden, wenn man so mag. Und jetzt durch ein Erdbeben, ganz zufällig durch ein Erdbeben, ist nach vielen tausend Jahren dieser Kerker, dieser Turm wieder aufgegangen. Und der Hochkönig der Elfen Fenwarien konnte dann wahnsinnig, wie er ist, fliehen in die wilde Natur. Das ist aber gar nicht so das Problem, denn wir können ihn schon recht kurz danach wieder einholen und ihn versuchen, mit ihm zu reden. Es geht erstmal nur darum, dass dieser Turm leer ist und dass wir dann nochmal diesen Turm uns alleine ansehen können. Der ist nicht wirklich spannend. Da hätte man quasi diesen König auch noch drinnen lassen können, aber es geht erstmal darum, dass er aktuell nicht da ist und dass Beorn dann der Erste ist, der ihn erreicht. Der ist wie gesagt wahnsinnig geworden und wir können nicht viel mit ihm anfangen. Wir müssen also versuchen, ihn aus seinem
Wahnsinn zu befreien, aus seiner Verwirrtheit. Und da kommt dann den Helden eine Idee. Beziehungsweise es gibt eine weitere Prophezeiung und wir müssen ihn gemeinsam wieder mit einer Freundin vereinen. Und diese Freundin kennen wir schon. Die haben wir auf unseren Reisen schon getroffen. Und zwar ist das die Elfe, die wir bei Norburg in den Bornwäldern getroffen haben. Das ist Niam Goldhaar. Das heißt, wir müssen jetzt Fendvarian, verwirrt wie er ist, über unser Schiff versuchen einzupacken und so schnell wie möglich in den Bornwald mit ihm. Das ist so der Plan. Allerdings ist Beorn schneller und kann ihn dann, während wir schlafen, nachts packt er ihn ein und fährt los. Beorn reist dann von Enkvi aus in Richtung Riva, lässt dann sein Schiff hier und geht den Weg zu Fuß. Den Weg sind wir schon gegangen. Den Weg haben wir im dritten, vierten Abenteuer haben wir den schon bestritten. Den kennen wir aber allerdings schon. Filiasson ist jetzt so clever und fährt selber nicht nach Riva, sondern nimmt sein Schiff und fährt dann hier in den Oblomon, den Fluss. Und da weiß er schon, dass er den Oblomon relativ lange entlang fahren kann, flussaufwärts, an den verschiedenen Städten vorbei, dann hier auch an Gerasim vorbei. Und hier verlassen wir dann unser Schiff, können dann absteigen und dann über die Gelbe Sichel. Das ist genau der gleiche Weg, den wir schon gegangen sind. Können dann eben versuchen, an Norburg vorbeizukommen in Richtung des Bornwalds. Damit könnte das Abenteuer schon fast zu Ende sein, aber das Problem ist, der Namenlose hat das mitbekommen. Der Namenlose hat ein großes Problem damit, dass wir jetzt diesen Hochkönig heilen. Er möchte nämlich ganz gerne, dass die Elfen weiterhin führungslos sind, aber es wäre vielleicht sogar noch besser, wenn er jetzt stirbt nach langer, langer Zeit und er sich neue Hochkönige, Plural, heranzüchtet. Da hat er schon ein paar Finger im Spiel und könnte dann viele verschiedene namenlose Hochelfenkönige ausrufen, die dann das Volk der Elfen entzweien. Dementsprechend schickt er seine höchste Obristin nach Norburg und die kennen wir schon, das ist Padonna. Padonna übernimmt jetzt die Regierung in Norburg, die Regierung der Stadt und schickt dann nicht uns, sondern Beorn die Stadtwachen auf den Hals. Sie hat nämlich erkannt, dass wir diesen Hochelfenkönig nicht bei uns haben, sondern dass Beorn den aktuell bei sich hat, weil er den längeren Weg genommen hat, aber er hat ihn uns, wie gesagt, aus den Fingern gestohlen, weil er in der Nacht dann gemeinsam mit seinen Torwallern aufgebrochen ist. Das heißt, Beorn wird gefangen genommen, gemeinsam mit dem Hochelfenkönig, und weil wir aktuell die namenlosen Tage haben, sprich Hochsommer, und da spricht man dann keine Rechtsurteile, wird er erstmal eingesperrt. Und er darf dann höchstwahrscheinlich am ersten Praios, darf er dann göttergefällig umgebracht werden. Also dieser Hochelfkönig soll dann beseitigt werden. Jetzt ist es also die Aufgabe der Helden, kurz vor dem Ziel, den Hochelfenkönig aus dem Schuldturm zu befreien. Auch das haben wir alle schon getan. Wir waren bereits einmal in Norburg und wir haben bereits einmal hier aus dem Schuldturm jemanden befreit, der dann hier zu Unrecht eingesperrt war. Das war damals dann unsere Fanta. Wir müssen in den namenlosen Tagen in die Stadt eindringen, müssen uns dann mit den Wachen prügeln, dürfen höchstwahrscheinlich keinen verletzen, das wäre sehr ungesund für unsere Ehre, und dann gemeinsam in den Bornwald fliehen. Dort treffen wir natürlich wieder auf Niam Goldhaar, die kennen wir schon, die haben wir schon einmal getroffen, und sie versucht jetzt die Geisteskrankheit aus Fendvarian herauszuzaubern. Das geht bei den Elfen am besten mit einem Lied. Sprich, sie fängt jetzt an zu singen und nach einem großen Ritual mit vielen Vorbereitungen versucht sie dann eben diese Geisteskrankheit zu heilen. Das Problem ist, Padonna ist nicht untätig, die hat das mitbekommt, dass jetzt der Hochelfenkönig aus den Verliesen der Stadt befreit worden ist, und sie folgt dann auch in diese Globule. Versucht dann einen großen Magierkampf, Hochelfe gegen Hochelfe, zaubermächtige Frau gegen zaubermächtige Frau. Und dabei wird so viel Energie freigesetzt, die Helden können das an der Stelle nicht verhindern, dass sie wieder in eine Globule entrückt werden. Diese Globule besteht dann aus den Träumen, aus den Traumsequenzen eines sehr verwirrten Hochelfenkönigs. Das heißt, wir befinden uns jetzt so ein bisschen in seinem Kopf. Da erleben wir dann wieder, wie Tirshjana angegriffen wird. Und wir müssen jetzt in dieser Wüstenelfenstadt gegen die Heere des Namenlosen kämpfen. Wir treffen da dann auf Kazak wartet in Blut. Auch den haben wir schon einmal getroffen in Tirshjana. Und der greift jetzt als Feldherr des Namenlosen diesen Elfen an. Er möchte ihn jetzt auch wieder gefangen nehmen. Wir befinden uns, wie gesagt, in einer Traumwelt und müssen das jetzt verhindern.
wenn wir es schaffen, das zu verhindern, wenn wir Kazak wartet in Blut dann aufhalten können, und dann haben wir die Hoffnung, dass wir Fenvarien aus diesem Traum befreien können, dass wir ihn aus seiner Verwirrtheit befreien können. Und das ist so ein bisschen das Ziel, dass er dann so ein paar Widersprüche da in seinem Traum dann entdeckt. So war das doch gar nicht. Das ist das Ziel. Wenn er das dann begreift, dann landen wir in einer weiteren Globule, und zwar in den Inseln im Nebel. Ja, die Inseln im Nebel kennen wir selbstverständlich auch schon. Die haben wir erst vor kurzem kennengelernt. Und ja, da darf dann verhandelt werden. Und zwar mit den wilden Elfen und dem alten Volk. Und Fenvarien, der jetzt hier in dieser Globule wieder dabei ist, der kann dann hier verhandeln, kann dann den Clans helfen, wieder sich zu vereinen. Der sorgt dann dafür, dass sich die Elfen vertragen, sich nicht mehr gegenseitig in einem Bürgerkrieg angreifen. Es kommt zu einem Waffenstillstand. Und die Inseln hören auf, auseinanderzutreiben. Das ist ja das große Problem, was diese Inseln im Nebel eigentlich haben, dass sie eben auseinanderdriften und dann nach und nach im Nichts verschwinden, wenn sie dann das, ja, den Nebel erreicht haben, wenn sie dann am äußersten Rand angekommen sind. Das war so ein bisschen das Problem. Und ja, Fenvarien kann sich hier wieder jetzt als Clanführer etablieren. Zumindest ist das dann die Hoffnung, die wir haben. Damit bleibt Fenvarien hier, die anderen Helden verschwinden aus dieser Globule, aus dieser Traumglobule und erwachen wieder bei der Hafnerin. Der Hafnerin bzw. Niam Goltar, die jetzt hier mit ihrer Harfe spielt, und damit ist die Kampagne abgeschlossen. Es gibt dann natürlich noch einen großen Ausklang, die Helden können mit Filiasson wieder zurück in Richtung Torval. Der Bade Ohm Volker kann dann natürlich noch sein Lied präsentieren, was er geschrieben hat. Und so endet alles für die Helden, wenn sie möchten. Sie können sich in den Ruhestand begeben. Sie können einen Forschungsbericht darüber schreiben, was passiert ist. Was auch immer sie jetzt tun, die Filiasson-Kampagne 1007 bis 1008 ist beendet. Und ein König der Meere ist hoffentlich Filiasson der Fockwulf. Ja, das die Zusammenfassung der Kampagne. Ich habe natürlich viel übersprungen, ich habe natürlich nicht alle Hintergründe erklärt, aber das so ganz grob mal die Zusammenfassung, um einem angehenden Spielleiter zu erklären, worauf er sich einlässt, wenn er dieses Abenteuer erzählt auf über 300 Seiten. Eine epische, lange Kampagne, die sich dann ab und zu auch mal zieht. Ab und zu hat sie unglaublich viel Plot. Man hat hier viel Elfenhistorie, man hat hier viele Echsen, über die man dann lernt, gerade in Maraskan, dann später noch dann über Chalvin und die anderen Echsen. Wir haben dann natürlich noch ein paar Informationen über die Skretschu. Also es wird viel, viel erklärt, nicht nur eben über die Elfen, nicht nur über die Echsen, sondern eben auch der ganze Kontinent Aventurien wird bereist. Deswegen ist es eine unglaublich schöne Kampagne. Man lernt alles irgendwie kennen. Jedes geografische Gebiet wird irgendwie mal erläutert, erklärt. Man reist durch das ewige Eis, durch die Wüste, durch den Dschungel. Man hat Steppe. Also es ist so eine große Bandbreite und deswegen eine so schöne Kampagne, um Aventurien zu entdecken. 1007 bis 1008 nach Bosbarans Fall. Und ja, damit ist hoffentlich ein großer Held erklärt, Filiasson, der dann hier seine Kampagne bekommt. Es ist nicht die letzte Kampagne. Auf alle Fälle werden wir die Leute wiedersehen. Auch Beorn kommt wieder vor. Auch Beorn wird dann in einer weiteren Elfenkampagne erwähnt. Auch Filiasson wird wieder mitmachen. Den sehen wir dann später bei den Orks wieder. Es ist also viel, viel noch zu tun. Wir sind immer noch am Anfang der Geschichte von Aventurien. Viele Kampagnen, die noch erzählt werden müssen. Ich habe auch schon einige erwähnt, die dann nebenbei mal, Staub und Sterne wurde hier angedeutet mit den 7 Gezeichneten. All das wird noch folgen. Und wer wissen möchte, wie es da weitergeht, der kann sich dann die folgenden Videos dazu noch ansehen, wenn sie denn da sind. Gut, damit bedanke ich mich ganz recht herzlich für die Aufmerksamkeit. Es waren jetzt ja doch 4 Videos, die dann jetzt dazu erschienen sind. Einfach, es musste aufgrund der Länge, mussten es einfach mehrere werden. Und ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich hoffe, es hat euch gefallen. So wie hier meine Zusammenfassung war, kann man natürlich weiter noch ausdehnen. Das ist jetzt eine sehr subjektive Zusammenfassung. Aber es ist meine. Und damit bedanke ich mich. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.